Jetzt gab es in München einen jungen Mann, der war damals Anfang 30, der hatte mich in einer Talkshow gesehen auf ProSieben und rief mich sofort an und meinte, das, was er da gesehen hat, das kann er unmöglich so stehen lassen, weil er würde gerade ein Sachbuch schreiben, wo alle alternativen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die sind alle vorhanden, wir können das ändern und ich soll nicht so einen Quatsch reden praktisch. Dann kam er nach Hamburg und meinte, ob ich nicht an diesem Projekt mitarbeiten möchte. Und ich habe mich 10 Jahre hartnäckig geweigert, das zu tun. Aber dieser junge Mann hat auch 10 Jahre hartnäckig um mich gebuhlt. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann kam dieses Sachbuch, das er tatsächlich fertig geschrieben hat. Und das heißt Equilibrismus, das heißt ja Balance. Eine Welt im Gleichgewicht. Und als Sachbuch, muss ich sagen, las ich das hervorragend. Das Nachwort hatte Sir Peter Ustinov geschrieben, den ich sehr verehre. Und das Vorwort Daniel Gödewert, der war damals VW-Vorstand und hat den Umweltschutzgedanken in die Automobilindustrie gebracht als erster. Und da dachte ich, hoppla, das sind ja lockere Kumpanen, die Sie da auf Ihrer Seite haben. Und Ustinov hatte den Leuten vom Equilibrismus empfohlen, weil er das Buch so gut fand, ihr müsst ein breiteres Publikum finden. Ein Sachbuch alleine ist schön und gut, aber die Auflage ist begrenzt. Sachbücher verkaufen sich nun mal nicht so gut. Macht doch mal in mehreren Schritten ein Projekt daraus. Nach dem Sachbuch ein Roman, nach dem Roman ein Film und nach dem Film ein Laborversuch, wo ihr der Weltöffentlichkeit beweisen könnt, dass euer Konzept abseits des bestehenden Systems funktioniert. Und dieses Konzept ist sehr simpel darstellbar. Alle 5 Bereiche, die der Mensch seit jeher zu lösen hat, Behausung, Ernährung, Kleidung, Energie und Mobilität, müssen neu angegangen werden und im gleichen Geiste miteinander verbunden sein. Das ist der Equilibrismus, jetzt ganz kurz gesprochen. Und jetzt kam Erik Biehl, so heißt der Vorsitzende des Equilibrismus, ein ganz großer Mann, zu mir und sagte, wir suchen einen Autor für den Roman auf der Basis meines Sachbuches. Und du bist einer von 3 Kandidaten. Ich sagte, wer sind denn die anderen Kandidaten? Ja, Frank Schätzing und Andreas Eschbach. Und vor beiden habe ich einen höllen Respekt. Und da habe ich gesagt, na, das ist ja toll, bei der Konkurrenz mich ins Rennen zu schicken, das klappt nie. Und dann musste ich vorsprechen in München, da waren also Universitätsprofessoren, also die ganzen Mitglieder des Equilibrismus da. Und das war wie so ein positives Tribunal. Also ich sollte darlegen, wie ich mir einen solchen Roman als Erzählung vorstelle. Und da passiert etwas ganz Merkwürdiges. Ich hatte mich nicht vorbereitet, aber in dem Moment, als ich aufgefordert wurde, meine Vorstellung darzulegen, öffnete sich irgendetwas in meinem Kopf, kam die Idee, ich habe sie ausgesprochen und ich war gebombt als Autor. Und das, was ich in 10 Minuten dargelegt habe, was mir geschenkt wurde in diesem Moment, ist auch in meiner Erinnerung immer noch ein sehr kostbarer Moment, findet sich praktisch 1:1 im Roman Das Tahiti-Projekt wieder. Und dann habe ich, weil ich selbst erschrocken war von der Größe dieser Aufgabe, denn wo gibt es das, dass man einen Roman auf der Basis eines Sachbuches, das habe ich noch nie gehört, geschweige denn jemand selbst geschrieben. Und um dem in letzter Sekunde noch auszuweichen, habe ich gesagt, ich schreibe doch, der sollte auf Tahiti spielen, weil es eine Insel abseits des globalen Wahnsinns sein sollte. Ich sagte, ich schreibe doch kein Buch über die Südsee, wenn ich nicht da war. Das Aroma der Südsee, das so mit Klischees behaftet, das kann ich nicht erfinden. Und da dachte ich, ja, dann tut uns leid, dass Sie das sagen, hatte ich gehofft. Nö, gut, dann fliegen wir nächste Woche dahin, hieß das. Und dann sind wir dahin geflogen. Und da habe ich etwas Wunderschönes erlebt.
etwas Wunderschönes auf Tahiti. Ich bin also wirklich wie im Rausch, habe ich die Wochen da verbracht. Ständig mit dem Stift in der Hand, ständig protokolliert. Weil ich festgestellt habe, dass diese ganzen Betonlasten der Zivilisation, die die Weißen den Polynesiern auferlegt haben in den letzten 250 Jahren, zwei schwere Lasten auf ihrer Kultur, dass sie aber gerade dabei sind, wie so kleine Pflänzchen durch Asphalt, sich wieder zu befreien. Die lernen gerade ihre eigene Kultur, jetzt ihre eigene Kultur wieder. Claudia, du warst das, du warst auf Moria. Die Tattoo-Tradition wird wieder entdeckt, die ja eine Sprache für sich ist. Da geht es nicht um goldene Anker und um Monika und Herzen. Da geht es um Lebensgeschichten, die man sich verdient haben muss. Ja, das entdecken die gerade wieder. Die Tänze, das hat nichts mit Folklore zu tun. Das hat etwas mit Lebensfreude zu tun. Die jungen Leute entdecken ihre Kultur wieder. Ich dachte, das ist ja sowas von toll. Das geht ja, das funktioniert. Die schütteln unser Sony-System gerade ab. Ja? Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das zweierlei erzählen will oder erzählt. Die Rückbesinnung auf ihre kulturellen Wurzeln in Verbindung mit einer umweltschonenden Technik, mit einer Umstrukturierung der Landwirtschaft, mit einem anderen Politsystem, mit einem anderen Parlamentssystem, mit allen Lebensbereichen, mit der Baubiologie und so weiter und so fort, Mobilität, alles drin. Aber das ist praktisch heute herstellbar, machbar. Das braucht man nur zu machen. Das wird ja nur von kapitalen Interessen verhindert. Aber da habe ich als Bücherschreiber natürlich die Möglichkeit, das zu installieren. Und gleichzeitig wird das einer Gesellschaft zugeschustert, die sich gerade wieder auf ihre uralte Tradition besinnt. Und diese Mischung macht die Faszination des Tahiti-Projekts aus. Der Verlag war damals sehr skeptisch, ob sich so ein Ökologie-Thema überhaupt verkauft und so weiter. Und die Leute im Verlag haben, wie überhaupt in den Medien, völlig verschlafen, dass ich abseits ihres Vorstellungsvermögens ein Potenzial herankristallisiert hat an Menschen, die etwas ganz Neues, etwas ganz anderes wollen. Und das Buch wurde ein Riesenerfolg. Das Buch hat auch vielen Leuten dazu gedient, sich zu vernetzen. Also abseits des Buches eine eigene Kommunikation aufzuarbeiten. Und für mich als Autor gibt es kein größeres Geschenk. Ich habe nur noch da gesessen und gestanden und gesagt, mein Gott, guck an. Ja, du brauchst nur etwas anzustoßen, worauf die Leute offensichtlich gewartet haben, und es funktioniert. Das läuft von ganz alleine. Und dann hatte ich die Vorstellung, weil das ja auf diesem ökologischen Paradies Tahiti spielt, hatte ich die Idee, ich würde gerne eine Fortsetzung schreiben. Habe meine Protagonisten aus dem Tahiti-Projekt mit in Maeva genommen. Und Maeva, die zum Schluss tahitianische Präsidentin war, gerät in diesem Buch zum ersten Mal mit der Realität außerhalb Tahitis in Berührung. Sie wird gewählt zur Vorsitzenden einer alternativen UNO, die sich ganz anders ausrichtet, die einer ganz anderen Politik folgt, nämlich einer Politik des Herzens. Maeva ist unterwegs auf einer Weltreise in diesem Buch, um Regionen einzusammeln. Wir werden demnächst erleben, dass die Staatengebilde nicht mehr in der Lage sind, ihre Leute zusammenzuhalten. Es funktioniert nicht mehr. Die Region, die Leute in den einzelnen Regionen haben doch noch vor 150 Jahren mit ihren eigenen Ressourcen gewirtschaftet. Sie haben ihre eigenen Tänze getanzt, ihre eigenen Hochzeiten gefeiert. Alles war bunt und unverkennbar regional geprägt. Und daran werden sich die Leute, davon bin ich fest überzeugt, in diesem globalen Wahnsinn irgendwann erinnern. Und das kann man eben in so einem Roman auch machen. Man stellt sich das einfach vor, dass ihr Appell fruchtbar ist. Dass ihr also rumreist und den Staaten praktisch Regionen klaut. Und dabei wird sie natürlich konfrontiert mit hochgerechneten Realitäten. Man muss sich ja vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit die Zerstörung vonstatten geht. Und wenn ich ein Buch schreibe, das im Jahre 2030 spielt, also nochmal 20 Jahre in die Zukunft transponiert, dann habe ich es natürlich noch mit viel schlimmeren Zuständen zu tun, als wir sie heute vorfinden.
Und das konnte ich mir Eva auch nicht ersparen. Und während sie auf dieser Reise wandelt sie sich halt von einer sanften Mahnerin zu einer radikalen Jeanne d'Arc der Ökologie. Durch das Internet zu einer Ikone der Hoffnung stilisiert. All das kann man in einem Roman machen. Und das Verrückte ist, dass die Reaktion auf Maeva ähnlich positiv und euphorisch sind, wie sie es beim Tahiti-Projekt waren. Das freut mich ungemein. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, die Trilogie zu beenden und einen dritten Teil zu schreiben, sodass wir am Ende mit den drei Büchern Tahiti-Projekt, Maeva und dem dritten Teil eine Treppe in ein höheres Bewusstsein darlegen. Ja? Wer sich also über das Ende von Maeva wundert, weil ich habe viele, viele Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, das Buch ist so gut, aber warum dieses Ende? Der soll wissen, dass ich dieses Ende dringend benötigt habe, um den dritten Teil zu schreiben. Und damit fange ich nach dieser Lesetournee an, also im Herbst. Vielen Dank. Thank you.